Ob hier gleich ein paar nette, schöne Supercharger auf uns warten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es ja schon im Titel angekündigt, ich sitze heute hier in meinem neuen Model Y und will mal der Frage nachgehen, ob ich ein Elektroauto auch mit einem Wintergarten aufladen kann. Was es damit auf sich hat und wenn euch das etwas andere Video heute interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert auch den Kanal, denn damit unterstützt ihr, dass ich weiterhin solche Videos für euch kostenlos machen kann. Ja, ich bin nach dem Ladestopp jetzt wieder zurück auf der Autobahn und ich hoffe, man versteht es vom Ton einigermaßen und ich will euch jetzt einfach mal ein paar Gründe geben, warum ich mir ein Elektroauto gekauft habe und warum ich glaube, dass es sinnvoll ist und was vielleicht dann auch ein spezieller Wintergarten mit einem speziellen Dach zur Energiewende und zum Aufladen des Autos beitragen soll. Ja, ich fahre jetzt hier in einem Tesla Model Y und habe die Karre jetzt seit gut 2 Wochen und muss sagen, bin sehr begeistert vom elektrischen Fahren, komme jetzt gerade zurück von der längeren Strecke, war in Rosenheim, hatte eben gerade, wie schon gesagt, einen kurzen Ladestopp, wo ich euch begrüßt habe und genau das ist auch der Grund, warum ich mich für einen Tesla entschieden habe. Ich finde, da stimmt aktuell Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man wirklich sagen. Das Model Y ist für einen interessanten Einkaufspreis zu bekommen und vor allem hat man eine super coole Ladeinfrastruktur und ich brauche kein Kartengedöns oder sonst was. Ich gebe das ins Navi ein. Das Navi sagt mir, wie weit ich komme und wo ich wieder aufladen kann. Man muss einfach sagen, das funktioniert schon sehr, sehr gut und das hat bisher kein anderer Hersteller. Darum habe ich mich tatsächlich für den Tesla entschieden. Und leider waren natürlich auch aktuell die deutschen Automobilhersteller alle nicht lieferfähig und somit ist jetzt halt ein Amerikaner geworden, der im Moment noch aus China kommt und dann ja bald aus der Grünheide. Zum Auto mache ich vielleicht mal auch ein Review, hat jetzt zwar nichts mit unserem Kanal zu tun, aber ich finde das ganz cool und wer Lust hat, dass er auch mal von mir so als Laie ein Review zum Auto bekommt, der soll es einfach mal unten in die Kommentare schreiben, dann überlege ich mir mal, ob ich das mache. Ja, und jetzt habe ich das Auto und unterwegs kann ich super cool an den Superchargern laden, aber wie mache ich es zu Hause? Wir haben mittlerweile bei uns in der Firma 5 Elektrofahrzeuge und haben auch 3 Ladestationen an der Firma, die mit 11 Kilowattstunden laden können. Wir haben das Glück, dass wir eine große Solaranlage haben und so sogar die Energie bei uns vom Dach runterkommt und ich hier die Autos aufladen kann. Und wenn die den ganzen Tag vor der Firma stehen, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Da bekommen die mit 11 kW in der Stunde locker den Akku voll, wenn der in der Früh um 7 ansteckt und bis um 16.30 Uhr das Fahrzeug angesteckt hat. Aber jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie bekommen wir die Energiewende hin? Und ich glaube nur, das funktioniert mit einer dezentralen Stromerzeugung. Das heißt also, wenn wirklich jeder Haushalt auch selber Strom erzeugt. Und da wird es natürlich dann auch spannend für uns als Wintergartenbauer, denn es gibt sogenannte Solarmodule, Glasmodule, die Solar aufgebracht haben und sozusagen ich dann über mein Wintergartendach, wenn ich so ein Glas verbaue, über mein Wintergartendach oder mein Terrassendach oder auch mein Dach von einem Carport tatsächlich mein Auto laden kann. Das ist natürlich der Hammer. Ich stelle mir eine Glasüberdachung hin, einen Wintergarten, einen Carport und bekomme da regelmäßig Strom. Natürlich muss man jetzt sagen, das hat Einschränkungen. Die Solarpaneelen sind so perforiert, dass natürlich auch noch Licht in den Raum reinkommt. Insofern habe ich keine volle Leistung. Man sagt ja, bei so einer normalen Solaranlage habe ich rund 300 Watt auf den Quadratmeter und das natürlich bei einer perforierten aufs Glas aufgebrachten Solarzellenstruktur anders. Da komme ich maximal auf die Hälfte, vielleicht auch nur auf ein Drittel von der Energie. Aber ich erzeuge Strom und spare mir auf der anderen Seite eine Beschattungsanlage. Das heißt also, ich kann mein Glasdach, mein Solarglasdach wirklich
ins Stromnetz hängen und kann Strom einspeisen und verkaufen, oder ich kann es eben selber nutzen. Und da stellt sich natürlich dann auch wieder die Frage bei der eigenen Nutzung, für was nutze ich es? Nehme ich es für meinen Haushalt oder nutze ich es zum Autoladen? Und wenn ich das mit einer Speicherbatterie kombiniere, dass eben regelmäßig Strom runterkommt, gerade untertags, wenn ich vielleicht nicht zu Hause bin, das dann speichere und dann wieder abgebe später ins Auto, dann kann ich mir tatsächlich meinen grünen Strom selber produzieren. Jetzt stellt ihr euch natürlich bestimmt sofort die Frage, naja, ist das nachhaltig und wie schaut es mit den Kosten aus? Das ist natürlich auch der Knackpunkt, klar, diese Solarmodule sind nicht ganz günstig und wenn ich die dementsprechend mir anschaffe und dann noch eine Speicherbatterie brauche, dann sind da natürlich schon mal schnell 20 Jahre ins Land, bis sich das Thema amortisiert hat. Aber wenn man eben über die Energiewende drüber nachdenkt und wenn man sich Gedanken dazu macht, dass man eben schauen möchte, dass immer mehr Strom eben nicht von irgendwelchen Kernkraftwerken oder Kohlekraftwerken kommt, sondern grün produziert wird, dann könnte so ein Wintergarten oder so ein Glasdach mit Solarmodulen tatsächlich auch zur Energiewende seinen Beitrag leisten. Und ich werde dazu, wenn es euch interessiert, noch genauere Videos machen, wo ich sowas auch mal ausrechne, denn wie gesagt, tatsächlich amortisiert sich's. Und vielleicht auch mal eine Idee von einem Carport weiterdenke, wenn ich sowas auf einen Solarcarport drauf baue. Ich habe aber jetzt vorab schon trotzdem mal eine kleine Rechnung angestellt, damit ihr irgendwo ein bisschen ein Gefühl bekommt. So ein normaler 4-Personen-Haushalt, sagt man, braucht in etwa 4000 Kilowattstunden pro Jahr an Energie. So ein Elektroauto, wie ich es hier fahre, mit 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, bei einer Fahrleistung, sage ich mal, von 10.000 Kilometer, braucht dann irgendwo schon 15.000 bis 20.000 kW im Jahr. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann von so einem Solardach denn runterkommen? Hängt natürlich sehr stark davon ab, wie ist es ausgerichtet, wo ist das ganze Ding situiert und platziert. Und bekomme ich eben an der Südseite die volle Leistung oder bin ich von der sonnenabgewandten Seite, habe ich Verschattung durch umliegende Bauwerke oder Bäume und wie ist auch die Dachneigung, also wie steht mein Dach zum Sonneneinstand, und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, in welcher Region baue ich so ein Dach, denn im Süden bei uns sind wir etwas mehr sonnenverwöhnt wie im Norden. Aber man kann sagen, wenn man so einen Wintergarten oder ein größeres Dach, jetzt sagen wir mal so mit rund 25 bis 30 Quadratmeter montiert oder sich anschafft und das Dach so mit 1900 Sonnenstunden im Jahr mal hochrechnet, bei einer relativ guten Lage, wo man sagen kann, okay, da passt ganz gut, da kann man über so ein Dach locker mal 7 bis 8000 Kilowattstunden Energie runterbringen, und das würde zumindest schon mal das Doppelte eines 4-Personen-Haushalts decken oder andersrum, in etwa die Hälfte eines Elektroautos, was man so im Jahr verbraucht. Also insofern schon mal ein ganz interessanter Ansatz, und ich wollte euch jetzt mit diesem Video einfach mal ein paar Gedanken dazu geben und mal Denkansätze, und schreibt mir doch unten rein, wenn das für euch interessant ist, dann würde ich da gern weitere Videos dazu machen, wie man eben mit Solarmodulen im Glas Strom erzeugen kann, Strom speichern kann und diesen vielleicht dann auch ja, zum Laden eines Elektroautos nutzen kann. So viel mal von der Autobahn hier. Ich muss mich jetzt wieder auf den Verkehr konzentrieren. Bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Euer, ihr Matthias Frank.